Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Risen 3 mit mir, dem Max, dem Mad Max Master. Heute geht es wieder weiter und heute, ich hoffe mal, ohne die ganzen technischen Schwierigkeiten. Ihr seht vielleicht schon, Risen 3, warum bist du so hässlich? Ich habe alles, was es denn nur so gibt, auf niedrig gestellt, damit ich aktuell 30 Frames per Second habe und keine 20. Das sind also 10 Frames mehr. Das macht das alles hier flüssig. Ja, ich konnte das Audioproblem beheben. Ja, also dass man das mit diesem komischen Geräusch nicht mehr hat. Also dass ich das jedenfalls nicht mehr habe. So diverse andere Probleme konnte ich beheben. Also was halt Grafik, Treiber und so weiter anbetrifft, das konnte ich halt alles beheben. Ja. Aber jetzt hier, das hier, dass ich irgendwie so eine schlechte Performance habe, konnte ich noch nicht beheben, ja. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich also noch nicht. Ich hatte da jetzt genug zu tun, da mal das andere zu beheben, erst einen Treiber neu zu installieren und so weiter und so fort. Und ich werde jetzt nach dieser Aufnahme nochmal gucken, wann was es noch liegen kann. Und dann halt hoffen, dass ich morgen euch wieder super Qualität bieten kann. Sprich also auch, wieder hier komplett Full HD. Ne, das ist sogar Full HD, aber es ist halt einfach kein Schatten und nichts, weißt du. Also quasi das Schlechteste vom Schlechtesten. Ich komme mir so ein bisschen vor wie in Gothic. Also in den ersten zwei Gothic-Teilen sah das ja auch alles so aus. Die Texturen sind ja extrem verschwommen. Ja, also egal. Aber da müsst ihr leider durch. Das tut mir leid. Guck mal, da ist ein Äffchen. Ja, im Stall. Ne, ist kein Stall, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich würde sagen, heute reden wir mal mit den ganzen Leuten, die hier noch rumstehen. Wie zum Beispiel mit Safi. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Klar, hier. Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Was? Okay. Hast du schon? Ein Gnome, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homie will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Okay. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Ja gut, das ist ja klar. Taschendiebstahl. Wollen wir es probieren? Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, jip. Hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Ja, das stimmt. Moment, F5 ganz kurz. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Tief, gib mir Ärger! Okay. So, wir gehen jetzt kämpfen. Daneben, Alter. Hey, sollen wir gegen die kämpfen oder nicht? Ist doch scheiße, oder? Oh, das war im falschen Moment. Aber ich würde eh ganz gern neu laden. Das kommt davon. Aus dem einzigen Grund, weil wir hier daran ist. Laden. Deswegen habe ich gespeichert. Weil ich eben... Also, das heißt also, erst wenn wir quasi 70 von 70 Taschendiebstahl haben, dann können wir bei ihm problemlos klauen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Weil wir haben ja aktuell nur 25. Ich verstehe das jetzt richtig, dass wir 70 von 70 brauchen, um bei ihm problemlos zu klauen, oder? Ja, ich denke mal schon. So. Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Safi kann, aber kostet dich Goldmünzen. Was hast du anzubieten? Schöne Dingis, Homie Lucky. Ich muss auch ganz kurz anmerken,
dass ich krank bin. Ja, wie ihr das vielleicht schon ganz komischerweise bemerkt habt. Und ich quasi 75, 50, können wir beides mal benutzen. Und quasi, ja, ihr leider die nächsten Folgen halt mit ein bisschen kranker Stimme durchstehen müsst. Das tut mir leid, aber kann ich jetzt nicht ändern. So, das hier gibt plus 25, aber das brauchen wir ja nicht. Bloody Mary. Regeneration 100, okay. Brauchen wir auch nicht. Wir haben hier Proviant. Eigentlich auch noch ein bisschen was. Ich würde mal ganz gern jetzt, mal irgendwie ein Lagerfeuer finden, wo ich meinen ganzen Scheiß wieder braten könnte. Wäre ganz geil. Das Fette ist ja auch, dass wir die Sichtweite von allen möglichen Dingen so extrem niedrig haben, ja. Das macht die Sache auch nicht gerade geiler. Aber egal, wir können ja mal hier fragen. Rumol. 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. 8 gepökelte Wer, wie? Was ist? Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferanten. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Okay. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Gut, denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und Verlust des Diebespack. Hat der perfekt gepasst, dass einfach meine Ratte rauskommt. Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Okay. Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Okay. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Okay, naja. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Okay. Zeig mir deine Ware. So, aber trotzdem schauen wir erstmal, was der gute Kerl so bei sich rumfliegen hat. Aha, aha. Ah, Dietriche, ganz wichtig, aber davon haben wir ein paar jetzt. Haben wir 20 Wurfmesser? Ist das richtig? Nee, der hat 20. Boah, ich bin aber noch ein bisschen verwirrt. Moment mal, wir haben gar keine Wurfmesser. Wir haben Wurfdolche, keine Wurfmesser. Ups. Okay, Rohrfisch. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben eigentlich genug Zeug, was wir erstmal braten können, wo wir dann genug Proviant haben, ne? Bloody Mary, Rocke, Rum, Gold, Klee. Brauchen wir alles eigentlich wirklich? Ist die Mütze alt und Geheimnisse drauf hat, um zu werden. Ja, gut, okay. Das würde ich mir echt gerne mal kaufen, hier das alte Wissen. Weil das ist eigentlich immer ganz interessant. Zucker. Die wichtigste Zutat für das Brennen von Schnaps. Ja gut, wir wissen ja, wo wir es herbekommen, ja. Können also hier nochmal vorbeikommen. Wollen wir wir nehmen die mal mit hier, die Dietriche, ne? Man weiß ja nie. So. Und dann Handel akzeptieren. Ende. So, ich würde ganz gerne auch mal ein Bett finden, generell. Ich meine, wo haben wir denn hier ein Bett? Da drin? Ist da drin ein Bett? Ich weiß es gerade gar nicht. Hallo, Bett. Na guck mal, da ist ein Bett. So, ich würde sagen, wir schlafen mal bis zur Nacht und werden dann mal den Dieben auf die Schliche gehen. Was? Oh Mann. Ich habe gleich gefunden. Ich wollte nur schlafen gehen. Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße?
Oh. Oh mein Gott. Den Satz kennen wir doch irgendwer, oder? Den Satz kennen wir doch irgendwer. Ja, fällt's euch auch ein? Hallo. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Okay, Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Doch, ich will es wissen. Also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Bürschchen. Muss ich dich erst zwingen zu antworten? Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Oh Mann, was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe. Sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Ja, wir können nachher mal zu Bones gehen. Jetzt allerdings ist es Nacht geworden. Und wir legen uns auf die Lauer. Wie auch immer wir das jetzt machen. Sind das hier die Dinger? Ja, ne? Das dürfte das sein, wonach wir suchen. Ich mache kurz die F5 hier rein. Wo läufst du dagegen? Hallo? Gali? Was machst du hier? Hey, die können wir nicht schleichen eigentlich mit... Ja, ich bin gerade voll verwirrt. Mit SCG konnte man doch immer schleichen, oder? Cool, der Magier kommt da raus. Aha. Aha. Nein. Oh, Alter. Aha. Ist das wohl ein Magier, der hier den Leuten irgendwie zur Schliche geht? Naja, gut, ich liege jetzt nicht auf der Lauer, aber na, ihr wisst, was ich meine. Aha. Ja, würde ich mal sagen, F5, dann sprechen wir den Kerl mal an, oder? Auch wenn wir aktuell noch nicht sehen, was er trägt. Ah, jetzt wisst ihr, was er trägt. Such dir wen anders zum Reden. Hä? Okay. Romald glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Romald ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gardi das nicht antun. Okay. Müssen wir noch länger warten oder können wir ihm sagen, dass da der Typ war und so? Über diese Ratten. Also wir haben ja gesehen, dass da einer gekommen ist, ne, und was mitnehmen lassen hat, aber ich weiß nicht, der ist ja selber Magier. Vielleicht darf er das ja. Wo ist denn Rumor? Wir labern den jetzt einfach mal an. Nachts. Ja. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich will nur mit dir quatschen, Kollege. Komm mal runter. Ich bin gerade verwirrt. Ich konnte doch im STRG mal schleichen, oder nicht? Ich meine, das kann ich jetzt nicht mehr. Warum nicht? Bin ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen doof? Ich check's gerade nicht. Moment, mal kurz Option. Gameplay. Nee, Quatsch. Option. Gameplay. Ach, Quatsch. Ich bin sein Mongo. Tastenbelegung. Geht sprinten, schleichen. STRG links. Ja. STRG links. Das haben wir doch gerade. Ich kann nicht schleichen.
Hey, könnten wir nicht immer schleichen? Oder bist du es. Ich dachte, das müssen wir hier nicht erlernen. Ich dachte, wir können schon schleichen. Na gut, ist ja auch egal jetzt. Jedenfalls besteht da was. Okay, gut, dann können wir uns jetzt wieder pennen legen. Oder wollen wir da jetzt mal hingehen nochmal? Aber hier ist niemand. Ne? Das sehen wir ja. Dass hier niemand ist, oder? Oder wollen wir ein bisschen hier rumlaufen und sagen, ey, guck mal. Yo, richtig geil, oder? Richtig erotisch. Hier rumzulaufen. Der lässt aber echt viel mit Such gehen, dir wen anders zum Reden. Ja, ich meine nur. So, naja gut, okay, auf jeden Fall ist das ja hier die Richtung, in die wir müssen und naja. Romald behauptet, dass ihr Gnomen klaut. Safi nie was gestohlen, nicht eine Flasche. Safi ehrlich. Ja, die Gnome sagen, sie klauen nicht. Da muss ich Romald wohl mal ein bisschen sagen, was Sache ist, wa? Leg mich mal nochmal kurz schlafen hier. Zum nächsten Morgen, bitteschön. Dankeschön. Und dann sagen wir dem, ey Kollege, weißt du Bescheid? Das sind nicht die Gnome, ja? Das ist ein komischer Magierkumpel. Oh, kann der Typ einfach aufhören zu schlafen? Oder? Da war doch was. Mach, dass du wegkommst! Boah, du gehst was für jetzt, Mist geworden. Oder es gibt Ärger! Ja, ich bin einfach Ärger, hast du dir selbst so zu schreiben. Ja, entferne warte, will jetzt... dich. Boah, was ein Mongo. Weißt du, ich kann's gar nicht fassen, wie Mongo-mäßig. Hier ist der komische Rubald jetzt wenigstens mal wach. Oder wie machen wir's jetzt? Mein Gott. Marbuck. Du Ranzlatte. So. Hä? Okay, dann war ich anscheinend wohl total zu doof, um mich auf die Lauer zu legen. Wir können mal ganz kurz nachgucken. Ich war zu doof. So. Alle laufende Taranis. Hafendiebe. Umsehen. Karte markieren. Questdialog anzeigen. Aber. Halt dich rechts. Hä? Das habe ich doch gemacht. Ich bin doch jetzt hier runtergegangen. Guck. Njong. Und dann halte ich mich rechts. Da sind doch jede Menge Kisten und alles Mögliche. Oder muss ich weiter rausgehen? Nee, eigentlich nicht. Weil hier ist ja nicht mehr das, was ich hier ne, suche und so. Geht doch. Okay. Da haben wir mal eben einen Teleportstein eingesetzt und irgendwas gemacht. Okay. Ah, okay, interessant. Ja, hier haben die wir. Ich bin doch da gewesen. Dieb? Hä? Warum steht bei dem Kerl, dass der Dieb ist? Das checke ich jetzt gerade irgendwie nicht. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Okay, interessant. Ja, ich bin gerade aktuell noch ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, wir haben uns doch hier eigentlich auf die Lauer gelegt, oder? Haben wir das nicht? Naja, anscheinend, ja, ist das jetzt hier so ein bisschen, ne? Wir gucken mal rum, ich gehe mal da hoch und frage die Leute. Ah, nein, Quatsch, wir müssen mal noch den Typ da hinten fragen, der uns quasi empfangen hat. Was der davon hält. Aber wir können ja mal hier hochgehen. Such dir wen anders zum Reden. Ja, genau. So, wir können mal hier hochgehen und ihn nochmal anquatschen. Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Na gut, du weißt also auch nichts. Das ist natürlich, hätte mir ja klar sein können. Dieser Mongo, ne? Aber okay. Ups, nein, nicht ins Wasser. Ah, jetzt springt er ins Wasser. Das war ja jetzt auf jeden Fall gewollt. Egal, das. Ich wollte eine Runde schwimmen. Und ihr wisst ja, wie das ist. So, komm, paddel mal schneller. So, und dann, rennen wir mal ganz kurz zu dem Kollegen dort drüben hin.
Und die Blitze mal. Werden uns den Weg weisen. Ist das jetzt dein Ernst? Hey, ich dachte hier rechts. Na dann nochmal. Ich lese mir das Ding jetzt nochmal durch, ja? Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Lagerhaus Treppe runter, rechts. Hä, bin ich irgendwie blöd oder sowas? Ich verstehe es gerade nicht. Warum ich da jetzt, ich soll irgendwie nachts, ja, wir waren doch nachts dort, ihr Ranzlappen, hä? Was ist denn jetzt los hier? Jungs, Mädels, schreibt mal in die Kommentare, was hier los ist. Warum ich das jetzt nicht hinbekomme. Warum ich da irgendwie zu doof dafür bin. Na, mal ganz kurz, müssen wir Mitternacht schlafen? Wir können es ja nochmal versuchen. So. So. Die Lauer legen. Was heißt denn die Lauer legen? Wo muss ich mich da hinlegen, dass ich mich auf die Lauer lege? Soll ich auf die Bank sitzen oder was? Aber wenn, dann soll ich mich da, sollte ich mich da unten auf eine Bank setzen. Aber hier oben, ne? Ihr wisst, was das, ihr wisst ja, was ich meine. Die Lauer legen. Aber so wie es aussieht, sehe ich hier nichts, ne? Ich sehe keine Gnome antanzen, die hier irgendwas klauen wollen. Also irgendwie passiert ja nichts, oder? Oder bin ich irgendwie zu inkompetent dafür? Der läuft auch noch hin und her die ganze Zeit? Ja, verstehe ich nicht. Anscheinend, ne? Aha. Der hat aber auch ein Fässchen dabei. Ja, also ich weiß es auch nicht, was das hier, der snackt hier die ganze Zeit irgendwas, hier, der Kollege. Der andere snackt hier die ganze Zeit irgendwas und bringt es irgendwo hin. Aber wenn ich hier rumlaufe, oder mich in Anführungsstrichen auf die Lauer lege, wie auch immer das funktionieren soll, mit dem auf die Lauer legen, dann, wird da irgendwie nichts raus. Ich weiß nicht. Ich kann mich ja hier verstecken in dem Ding, guck mal. Ich verstecke mich jetzt hier in dem Seil. Duck dich irgendwie. Keine Ahnung, duck dich einfach. Weil ich will, dass du dich duckst. Naja. Nee, also ich glaube nicht, dass hier irgendwie irgendwas passiert. Boah, Alter, lol. Wie Texturen aussehen, Alter, wenn du alles auf ganz hässlich hast. Das ist ja echt schlimm. Ja. Ja, also anscheinend kommt da niemand. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich hier gerade falsch mache. Das würde mich freuen. Und dann versuchen wir das einfach nächsten Part nochmal. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ich bekomme es nächstes Mal dann auch hin, alles quasi korrekt zu machen und so weiter und so fort. Ja. Spruchrolle. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein, bis dann und ciao.